Zwei Dinge sind jetzt eigentlich klar geworden und damit fehlt den Bullen so ein bisschen die Fantasie. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Was ist klar geworden? Eben diese zwei Dinge. Das erste ist, es wird keine 0,5% Zinssenkung geben, denn das hat dieser junge Mann gestern gesagt, James Bullard, das dovischste aller überhaupt denkbaren FOMC-Mitglieder, der hat gesagt, der Anlass sei nicht wirklich gegeben, um gleich mal die große Keule auszupacken und im Juli dann ein halbes Prozent die Zinsen zu senken. Das hat den Dollar gestärkt, hat bei Euro, bei Gold etc. Rücksetzer gebracht nach dem starken Bullenlauf, den wir in den letzten Tagen gesehen hatten. Wir haben dann Robert Kaplan von der Dallas Fed, der gesagt hat, ja, also das ist alles andere als sicher, dass es da eine Zinssenkung geben wird. Auch Barkin, anderes Fed-Mitglied, hat sich dementsprechend geäußert. Die Märkte sind sehr, sehr weit voraus, was die Zinssenkungsfantasien angeht. Wir hatten gestern Jerome Powell, der schon angedeutet hat, dass es da wahrscheinlich im Juli eine Zinssenkung geben wird. Geschenkt, das dürfte durchaus passieren, aber ob wir dann gleich eine ganze Kette von weiteren Zinsanhebungen sehen werden oder wie die Märkte sich ja erträumt hatten, eben diese 0,5% Zinssenkung, das zeigt doch, dass man so ein bisschen sehr stark auf Deutsch gesagt auf die Kacke gehauen hat in Sachen Zinssenkungserwartungen und diese Erwartungen sind ein bisschen enttäuscht. Das zweite ist, dass wir in Sachen China im Grunde auch jetzt nicht mehr die große Fantasie haben, denn da ist klar geworden seitens von US-Offiziellen, dass es da natürlich keinen Deal geben kann, schon auf dem G20-Gipfel. Manche hatte das überrascht, da muss man aber auch schon ein bisschen seltsam veranlagt sein, wenn einen das überrascht, nachdem die Gespräche vorher komplett kollabiert waren, man sich mit Nettigkeiten geradezu beschmissen hatte, dann zu erwarten, dass man nach ganz kurzer Vorbereitungszeit sofort einen großartigen Deal auspackt, das ist natürlich ein bisschen viel auf einmal. Wie auch immer, wie ist die Lage an den Märkten? Zunächst mal haben wir folgende Situation jetzt, dass die Berichtssaison gestern so ein bisschen einen Auftakt hatte mit FedEx und man spricht hier von nach wie vor sehr, sehr schwacher weltwirtschaftlicher Entwicklung, hat so eine Art Gewinnwarnung gegeben, hat auch Sondereffekte bei FedEx, auf jeden Fall jetzt nicht so gerade der Auftakt, den man sich vorstellt. Wenn man sich mal anschaut, was jetzt eigentlich zu erwarten ist von der sehr bald beginnenden Berichtssaison, respektive dem Hochpunkt dann der US-Berichtssaison, dann sehen wir, dass wir im ersten Quartal minus 0,3% Gewinnwachstum respektive Schrumpfung hatten. Im zweiten Quartal soll es dann 2,6% werden. Dann im dritten Quartal minus 0,3% und im vierten Quartal dann wundersamerweise der große deutliche Anstieg. Das zeigt so ein bisschen, wie die Märkte gelagert sind. Ja, kurzfristig wird es ein bisschen schwierig, aber dann hinten raus werden wir ökonomische Wunder erleben. Das ist alles ein bisschen viel, so ein bisschen wie mit den Zinssenkungsfantasien. Alles ein bisschen überzogen, alles ein bisschen übertrieben und ob wir überhaupt diese minus 2,6% erreichen, das werden wir sehen. Im ersten Quartal war es ja besser, daraufhin eben besser als befürchtet, daraufhin die Märkte ja nach oben geschossen und mit dieser Rallye, die ja so nachhaltig war, die jetzt aber so ein bisschen in Stocken kommt, es ist eben die Woche nach dem Juni-Verfall. Ich hatte mehrfach gesagt, dass das tendenziell statistisch gesehen eine eher schlechte Woche ist und so ist es auch bisher. Schauen wir uns nochmal ganz kurz an, was uns diese Grafik sagt, das sind die sogenannten 5-4-5-4 Inflation Swaps, also die erwartete Inflation in 5 Jahren für die dann folgenden 5 Jahre, mithin also die Inflation in den Jahren 2024 bis 2029 für die EZB die entscheidende Größe. Deswegen, weil das hier auf einem Allzeittief war, hat Mario Draghi dann plötzlich die total dovische Keule ausgepackt. Jetzt sehen wir, dass diese Inflationserwartungen im Gefolge dieser Aussagen von Mario Draghi wieder gestiegen sind, weil man sich sagt, naja, die EZB wird richtig die Keule auspacken, richtig nochmal QI betreiben, Zinsen senken, was auch immer. Dementsprechend könnte die Inflation dann ein bisschen nach oben gehen. Aber das wird jetzt so ein bisschen wieder ausgepreist, wie auch die Märkte möglicherweise eben ihre ziemlich radikalen Zinssenkungsfantasien auspreisen müssen und eben diese China-Deal-Hoffnungen möglicherweise auspreisen müssen. Schauen wir uns an, was wir heute auf der Agenda haben an Terminen. Da haben wir nur zwei Dinge, nämlich die Aufträge langlegen bei Wirtschaftsgüter 14.30 und 16.30 dann die Öllagerbestände. Gestern Öl nach oben, nachdem die API-Lagerbestände, also die von American Petroleum Institute ermittelten Lagerbestände, deutlich gestiegen sind, über 7 Millionen Barrel. Das hat
gesunken sind. Das hat dem Ölpreis nochmal deutlich Auftrieb gegeben. Schauen wir uns die Charts mal an und dann sehen wir hier, starten mit dem S&P 500, sind wir jetzt bei 2916. Sieht so ein bisschen topisch aus im kurzen Zeitfenster. Also ein bisschen nach Top-Bildung, muss man sehen, wie es weitergeht. Jedenfalls haben wir schon einen Schnaps nach unten genommen. Wir haben den Dow Jones mit ähnlichem Muster, 26.530, der Nasdaq gestern am stärksten unter Druck von allen Indizes. Wir haben den DAX, der sich nach wie vor in Sichtweite der 12.200er Marke hält, aktuell 12.149. Wir haben Gold, das eben unter Druck kam, ein bisschen nach dem Höhenflug, aufgrund der Aussagen vor allem von James Bullard, Fed-Chef Powell gestern, naja, ein bisschen Null-Aussagen, so in der Summe nicht wirklich relevant. Wir haben dann den Euro-Dollar eben auch zurückgekommen, 1,1355, und wir haben Crude Oil, haben wir nicht. Vorhin hatte ich es noch, manchmal verschwinden die Dinge plötzlich und schnell, jedenfalls sind wir da über der 58er Marke. So viel kann ich schon mal verraten. Also, das ist jetzt die Situation, die Fantasie ist ein bisschen weg für die Bullen. Die Hoffnung, aha, es wird einen Deal geben, durch ein Wunder, durch seltsame Begebenheiten, die sich dann glücklich fügen, schon auf dem G20-Gipfel, das ist praktisch ausgeschlossen, oder das ist ausgeschlossen, dass das eine, und das andere ist, dass wir diese radikale Fantasie, ja, die werden schon 0,5% senken im Juli. Die Fed Fund Futures hatten das mit sogar einer 40%igen Wahrscheinlichkeit bepreist. Die ist vom Tisch. Wenn das allerdorfischen Mitglieder sagt, nee, da sehe ich keinen Grund dafür, dann müssen die Märkte vielleicht mal überdenken, ob ihre Zinssenkungsfantasien nicht ein bisschen zu weit gelaufen sind. Und das könnte für die Märkte in nächster Zeit ein bisschen Schmerz bedeuten, wenn man eben diese Fantasien ein bisschen überdenken muss und mit rationalem Grund unterlegen müsste. Ich wünsche das Allerbeste. Hoffentlich nicht zu heiß bei Ihnen. Bis dann. Ciao.